als Herr Grimmelwiedisch und fangt an, Witze zu erzählen. Die aller una Schubler. Ich schäme mich dann immer. Sage immer, Otto, jetzt huck dich erstmal. Otto, ess was. Ne, da gibt's nicht auf, ne? Was macht man mit einem Hund ohne Bein? Um die Häuser ziehen. Wie nennt man ein Bordell kurz vor der Insolvenz? Auspuff. Was macht man mit einem schwulen Frosch? Was macht ein schwuler Frosch im Rumtopf? Der schmeißt erstmal die Quetsche raus. Da schau ich mich die Konto Worte. Er gibt's nicht auf, ne? Einer schöner hat er, muss ich sagen, also den verzeiht ich auch immer, er ist ein nackischer Mütterfan. Flieht immer ein Hähnchen, also das war noch zu Zeiten, wo die Grenzer da noch gestanden haben, ne? 40 Jahre her, ne? Das gab's ja mal, ne? Flieht immer ein Hähnchen, ein deutsches Hähnchen über die deutsch-italienische Grenze und ruft, ihr dumme Italiener, ich verlasse doch meine Hühner. Und die italienische Zöllner, und das ging doch monatelang, ihr dumme Italiener, ich verlasse eure Hühner. Irgendwann haben die gesagt, so, wenn das Hähnchen wiederkommt, machen wir dann nicht so, so, das haben wir dann, und dann geben wir dem auf für die Wirren, ne? Das Hähnchen kommt doch angeflogen, ihr dumme Italiener, flieht in das Fangnetz, die fangt das Hähnchen, zupfen alle Fettere raus, und schick es nackig über die Grenze. Muss das zu Fuß gehen. 14 Tage später kommt ein Taxi vorgefahren. Die Italiener gucken hin und rennen, guckt das Hähnchen hin und nackig auf dem Rücksitz und winkt und ruft, ihr dumme Italiener, ein nackig ist noch schöner. Mein Otto ist ein Granat, kann ich euch wirklich nur sagen. Ne? Also sowas, da geht er immer noch zum Klassentreffen. Ne? Sind sie noch so 12? Alfred Heckmann und mein Otto. Ne? Hat er mal erzählt, haben sie letztens an der Pissrinne gestanden. Sagt mein Otto, sollte man nicht mal wieder Bettpinkeln machen, so wie in früheren Zeiten. Ne? Ja, haben sie gemacht. Und sagt mein Otto, wie weit bist du gekommen, Alfred? Oh, sagt er, schon mal auf die Schlappe gemacht. Ne? Sagt mein Otto, ich glaube, da hast du gewonnen.